Ii. Meine Sensoren sagen mir, dass der Pilzschleim entweder ein tödliches Gift oder eine Süßigkeit ist. Schade, dass ich nicht daran lecken kann, um es herauszufinden. Ja, mach halt. Aber beschwer dich dann hinterher nicht, dass du down bist, ne? Apropos down, das sollte Spawny nicht passieren. Wir müssen ihn erneut eskortieren. Und jetzt wird das Ganze noch schwieriger. Diesmal werde ich definitiv Yoshi mitnehmen, weil ich sehe schon, dass wir ihn hier auch wieder gut gebrauchen können. Ja, allein wenn wir ihn hier reinschmeißen. Aber wen nehmen wir noch mit? Bleiben wir bei Rabbit Peach? Ich würde fast sagen, ja. Oder die normale Peach, weil die könnte dann auch ein paar Bomben darüber werfen. Was? Nein! Oh, shit, jetzt habe ich außer den Kampf gestartet. Wollte ich natürlich nicht. Gott verdammt nochmal. Ich denke, wir nehmen Yoshi und Rabbit Peach, weil wir müssen ja auch einen Rabbit dabei haben. So ist ja die Regel. Das lässt sich nicht ändern. Obwohl ich eher zu Peach tendieren würde in diesem Kampf. Aber es geht nicht. Außer wir nehmen einen anderen Rabbit, aber... Ja... Macht wenig Sinn. Yoshi! Zeig deine Skills! Aber ich glaube, ich habe ihm noch gar keine Waffen gegeben, oder? Jo, habe ich nicht. Wir haben die Wahl zwischen Tinted Bonus oder Frost. Das ist beides nice, aber diese Waffe hier, sehe ich gerade, wirkt 30% effektiver gegen Valkyren. Und da wir ziemlich viele Valkyren in letzter Zeit gesehen haben, werde ich das einfach mal ausrüsten. Und der Raketenwerfer wird dieser hier sein, nehme ich mal. Ja, der Tintenbonus und sehr, sehr viele coole Boni. Das wirkt alles tipptopp. Also, let's go! Wird beginnen. Ach stimmt, Luigi wäre noch ein Thema gewesen, ne? Wegen Leichtfuß, aber... Aber einen Healer brauchst du eigentlich für die Eskorten. Da gibt's keine Ausreden. Ja, wir sollten erstmal gucken, dass Yoshi da oben den Weg frei macht. Ginge das denn schon, wenn ich direkt mit ihm springe? Ja. Wow. Die Range von diesem Platscher ist so heftig, dass selbst die Gegner hinten getroffen werden. Oder? Nee, werden sie doch nicht. Nur ihr Schutz wird weggesprengt. Schade eigentlich. Ja, aber Moment. Dann machen wir es doch anders. Dann ziehen wir doch erstmal mit ihr. Und gehen hoch. So. Und dann machen wir das so, wie ich es vorher gescherzt hatte. Wir springen einfach rüber mit Yoshi. Direkt rein ins Spinnennest. Und dann packe ich diese neue Ulti aus, die er da hat. Beide sind neu, logischerweise. Glückstreffer bringt mir in dem Sinne aber hier nichts. Boah, 130, geil. Aber da hat er doch so eine Eiexplosion. Wenn ausgelöst... So und so viel Schaden. Also das trifft dann sofort, oder? Ach, Moment. Nee, das ist so eine Art Heldensicht. Oder wie sehe ich das jetzt? Verdammt, ich dachte, das wäre so eine Detonator-Waffe. Scheiße. Habe ich wohl falsch gedeutet. Aber ich aktiviere es trotzdem mal. Ja, das ist so eine Art... So eine Art Heldensicht. Also ich könnte eine Suizidattacke probieren. Mit dem Raketenwerfer, weil wenn ich jetzt eh schon falsch stehe... Wie will ich es denn sonst machen, ne? Weil der Hammer, der ist zu krass. Der macht zu viel Damage.
Ich kann mit Mario... Nee. Mit Mario kann ich nicht wegspringen. Ich kann aber da runterspringen. Okay. Ich glaube, ich mache diese Suizidattacke. Weil Yoshi nimmt dadurch auch gar nicht so viel Schaden. Aber die Gegner werden alle gut geschwächt. Die Heldensicht bezieht die hinteren Gegner mit ein. Das ist doch alles geil. Das ist doch alles geil. Da es sowieso der letzte Kampf in diesem Kapitel ist, können wir auch ruhig all-in gehen, sozusagen. Ich mache das jetzt. Moment. Kann ich es so machen, dass Mario nicht getroffen wird? Ja, gut. Voll wahnsinnig. So, Spawny. Du musst auch noch ziehen. Hochgehen macht für dich überhaupt keinen Sinn, ne? Weil da kommst du ja nicht mehr runter. Genau. Musst dich also da an diesen Block schmiegen, bitte. Mario kann halt leider nichts machen. Rabbit Peach kann aber noch einen Gegner rausnehmen. Ja, das sind alles Cookie-Boos, von daher egal. Bam. Hätte gerne mehr gekillt. Aber ich hatte leider keine Möglichkeit, mir die Ulti von Yoshi vorher anzuschauen. Das war echt so beschrieben, als wäre das so eine Explosionsattacke. Ich dachte, der verfrachtet sich in ein Ei. Und explodiert dann. Aber das habe ich komplett falsch gedeutet. Yoshi ist runtergefallen? Okay. Das ist blöd. Vor allem, da die jetzt hier in aller Seelenruhe ballern können. Werden ja auch von der Heldensicht nicht erwischt, weil... Was ist das denn jetzt? Achso, das war die Ulti. Ah, okay. Weil sie geschützt waren durch die Blöcke. Deswegen hat die Heldensicht nicht gezündet. Aber jetzt... Jetzt ist die Sicht frei, weil sie so dumm sind. Mir entgegenspringen. Haha. Down. Ah, nee, doch nicht. Hat noch 7 KP. Fuck. Oha. Das war ganz schön dreist mit dem Anlocken. Die machen das nochmal. Also haben sie halt freie Sicht auf jeden, ne? Jetzt geht auch Spawny einen ab. Damn it! Okay, aber das wird nicht unbestraft bleiben. Das kann ich versprechen. Rabbit Peach, stoße bitte so schnell wie möglich hinzu, um die Verletzten zu heilen. Und pack deine mobile Bombe aus. Die ist hier für die Situation eigentlich bestens geeignet. Na gut. Bestens ist dann doch etwas übertrieben. Leider stehen die Gegner nicht so nah beieinander, wie ich es mir erhofft hatte. Trotzdem werde ich einen wegsprengen. Boom. So, die Sicht auf den anderen Gookie-Boost frei. Dann können wir rausdashen. Machen wir auch. Mit Yoshi werde ich erstmal hier unten bleiben, weil der braucht auch einen Heal. Mario kann gerne weiter vorangehen. Aber diese Ulti, dass man safe den Super-Effekt bekommt, das lässt sich halt wirklich geil taktisch einbinden, ne? Ist schon richtig epic. Jetzt nimmt er ihm den Platz weg. Aber gut, wenn ich jetzt die Heilung spiele, ist alles in Ordnung. Will ich denn mit Mario überhaupt weiterziehen? Will ich das denn? Nö. Kein Muss. Ich heile ihn lieber. Da drüben wird er mit einbezogen? Ja. Ich heile ihn lieber. Da. Und verwalte ansonsten in dieser Runde. Wir haben ja viele Gegner gekillt. Lassen wir die anderen erstmal kommen.
Mehr kann ich nicht tun. So, stimmt. Spawny muss noch laufen. Hier ist er halt wieder offen. Aber wenn ich das perfekt haben will, muss ich das leider so akzeptieren. Wir haben hier noch einen 50% Treffershot. Also versuchen wir es. Wenn es trifft, ist der Gegner weg. Und Spawny etwas sicherer. Yes! Geil! Wir kriegen den Treffer und geben den Zug ab. So, diesmal müssen wir erstmal rüberjumpen, oder? Ja, hätten sie es besser gemacht? Weil der Schuss hat nicht getroffen, so wie ich das gesehen habe. Nee, hat er auch nicht. Aber der! Aua! Mein Hintern brennt! Naja, nicht weiter schlimm. Aber ärgerlich, weil der nur 7 KP hat, ne? Er hätte schon längst sterben sollen. So, jetzt ziehe ich mal als erstes mit Spawny, weil ich nehme ihm sonst wieder den besten Platz weg. Er wäre hier. Ganz schön weiter Weg noch, ey. Ziemlich viel Zeit für die Gegner nachzuspawnen. Gefällt mir nicht. Sollte ich vielleicht einen rüberschmeißen da? Mario einfach? Oder sogar mit beiden rübergehen? Dann muss Yoshi sich positionieren. Hier. Ja, von hier würde er sogar jemanden treffen. Was zur Hölle? Gerade stand da 100%. 50% und 100%. Naja, aber ich, vielleicht kann ich das schon noch irgendwie wegkriegen. Moment. Bam, 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 bam. Ist Kraftpaket denn so in der Reichweite, dass alle getriggert werden? No. Sie kommt auch gar nicht rüber. Bullshit. Trotzdem bleiben wir erstmal hinten. Und wir können ja zumindest hier mit ihrem Schuss. Oder mit seinem? Jetzt weiß ich halt gerade nicht, welche Waffe stärker ist. Die macht 135 bis 200. Da ist halt viel Glück dabei, ne? Ich fordere das Glück aber heraus. Moment, wer ist der mit der Barriere, bitte? Das sieht man kaum. Der Schwache. Ich glaub schon. Als ob. Gut, dann packen wir eben den Raketenwerfer aus. Und Mario springt jetzt trotzdem rüber. Wobei, von oben könnte er einen killen. Ja. Aber würde auch kassieren. Naja, so ist das Leben. Viele kleine Fehler in diesem Kampf, ich weiß. Das ist doch so strange mit dem Verlauf und das hat nicht getroffen? Laber doch keinen Scheiß. Dennoch sollte nichts Tragisches geschehen. Das ist alles nicht schön, aber auch nicht weiter schlimm. Oh, Spawny. Du Drecksvalküre. Dass die sich da so gut in Position bringt. Fuck. Und die Heilung braucht noch eine Runde. Komme ich denn da jetzt rauf? Die Valküre muss weg. Genauso wie die anderen Gegner hier. Oh my goodness. Diese zwei nerven mich. Oh
mein Gott, jetzt wird's doch nochmal etwas brenzlig. Aber du verschwindest jetzt endlich. Was mache ich gegen den Hinteren? Keiner kann da hochspringen, ne? Doch! Bei Yoshi ist es perfekt. Kümmere dich um diese scheiß Valkyrie, Yoshi! So, 130, schutzlos. Dann... Warte, was hast du für eine Tinte? Du kannst es ja auch für dich selbst machen, diese 100%-Geschichte da. Es dauert 2 Runden, bis es aufgeladen wird. Ja, Tinte hat, greift aber nicht an. Ich muss es machen. Ich muss es machen. Jetzt noch schauen, wie ich Mario einbringe. Ja, da bleibt nicht viel übrig. Fuck. Oh oh, es kann schief gehen. Nur noch Mario kann schießen, ne? Dann muss ich versuchen, den zu töten. Weil beim anderen hat es überhaupt keinen Sinn und ich treffe schon wieder nicht. Dann wenigstens Heldensicht versuchen irgendwie. Aber Spawny muss erneut in die Hölle. Vor zum Gegner. Aber er kann auch nicht getötet werden, ne? Nee, noch nicht. Noch nicht. Alles gut. Nur die Valkyrie macht krassen Schaden. Nur die Valkyrie. Und in dieser Runde, wenn wir dran sind, können wir auch wieder Heilung spielen. So, er greift sogar nur mich an. Und kriegt die Retourkutsche. Yes, geiler Crit. Und tschüss. Ja, dann haben wir hier gut überlebt. Rabbit Peach. Heilung. Ganz wichtig. Für Mario und für Spawny. Yoshi können wir ja nicht mehr mit einbinden, ne? Doch, theoretisch schon. Aber er braucht's nicht mal. Okay, er braucht's nicht. Wo ist ein Gegner gespawnt? Da. Oder wird noch spawnen. Eine weitere Valkyrie. Ja, dann bleibe ich mit Yoshi hier. Ich bleibe mit Yoshi hier. Das Ziel ist ja eh nicht mehr weit entfernt. Und wenn da vorne keine Gegner mehr spawnen, dann haben wir keine Probleme. Also, Heilung. Jetzt sieht sowieso wieder alles gut aus. Dann springen wir vor, damit sie nicht so weit hinten stehen muss. Genau. Hui. Spawny huscht durch die Röhre. Achso, ja geil, der kommt ja eh schon ins Ziel. Ich dachte, man muss erstmal nach oben. Und dann über eine Röhre nach unten. Aber so ist es nicht. Gott sei Dank. Und wir schaffen es mit dem Perfekt. Aber ja, es gab ein paar kleinere Fehler in diesem Kampf. Ist aber auch irgendwo normal, denke ich. Oh, was ist los? Bevor wir weitermachen, will ich alle daran erinnern, dass der Schutz von Spawny oberste Priorität hat. Niemand darf Spawny auch nur eine einzige Sekunde aus den Augen lassen. Wo ist der Beepo? Wo ist der? Das Schicksal des Pilzkönigreichs hängt davon ab, dass wir ihn sicher nach Hause bringen. Ich muss zugeben, dass wir Fehler gemacht haben. Ein oder zwei davon sind vielleicht sogar mir zuzuschreiben. Aber jetzt, da Spawny bei uns ist, darf uns nichts mehr in den Weg stellen. Stimmt's, Spawny? Nun ja. Spawny? Hm?
Da vorne ist er! Er wird von irgendetwas angelockt. Na toll, ihr habt ihn erschreckt. Jetzt steht doch nicht einfach so rum. Ihm nach! Er ist total hypnotisiert. Was geschieht da? Gut, dass ich mich nochmal umgeguckt habe. Hier ist eine leicht zu übersehene Bonuskanone. Ist auch diesmal wieder das Rätsel leicht? Warum kann ich das nicht bewegen? Hallo? Ach so, weil das wieder als Brücke dienen soll. Oh. Ja, das kostet jetzt Zeit. Ja, los, schneller! Boah! Gerade noch so geschafft. Kann eh doch nichts dafür, wenn die so lange in der Röhre stecken. Sollten mal alle ein bisschen abnehmen, dann flutscht es auch eher. Na egal, ich will nichts gesagt haben. Wir schalten eine Ente für Peach frei. Die Krog-Ente. Oder Krog. Nicht Krog aus Zelda, sondern Krokodil, Krog. Egal. Ja, wir haben ja auch nicht allen Chars Waffen gekauft. Vielleicht sollten wir das tun. Peach, lohnt sich denn diese Waffe? Wobei, ich wollte das ja immer dann machen, wenn der Char auch zum Einsatz kommt, ne? Daher, ruhig Blut. Erstmal weitermachen, den nächsten Kampf betrachten und dann entscheiden, wer mitmacht. Und dann eventuell auch Dinge kaufen. So, was ist hier unten los? Zum einen wird Spawny eben angezogen, zum anderen hat alles so eine giftige Farbe. Gefällt mir nicht. Komme ich hier wirklich nicht an die Truhe ran? Nee, ne? Nee, sonst ist da auch nichts mehr. Ich brauche Beepos letzte Fähigkeit. Und da vorne beginnt Kapitel 4. 7. Er wird vom Megabug angezogen? Warte, was ist das? Nun, ich hoffe, ihr seid zufrieden. Wie bitte? Willst du andeuten, dass das unsere Schuld ist? Spawny und ich waren zusammen absolut glücklich. 5 Minuten mit euch und er wird gekickt. Und was wird mein Papa sagen, wenn er heimkommt und einen riesigen Energiedrachen in seiner Burg findet? Zum Glück ist er immer noch im Urlaub. Also habt ihr Zeit, den Schlamassel zu beseitigen, den ihr angerichtet habt. Oh. Das ist er. Vermutlich wieder nur ein Foto von ihm neben einer blöden Statue oder einem alten Haufen Schrott. Hä? Ich habe beschlossen, früher nach Hause zu kommen. Bis bald, Papa. Oh nein! Dieser Drache macht Mousse aus meinem Paps. Und dann macht mein Paps Mousse aus mir. Was soll ich nur tun? Ihr müsst mir helfen. Ich komme, Papa, ich komme. Was für ein dummer... Dummes Spike! Nun, ob es uns gefällt oder nicht, er hat recht. Das Ding am Himmel hat mit jedem Rabbit, den wir besiegt haben, an Kraft gewonnen. Es hat jetzt einen Körper und es hat Spawny. Was wir auch tun, wir müssen es schnell tun, bevor es noch stärker wird. Ansonsten wird keine Macht im Pilzkönigreich mehr stark genug sein, es aufzuhalten. ETF! Aber ich musste doch kämpfen! Mann! Was eine Zwickmühle! Jetzt haben wir auch noch einen Wettlauf gegen die Zeit. Also gut, den hatten wir ja die ganze Zeit schon. Weil das Pilzkönigreich ja in Gefahr ist. Aber jetzt kommt zusätzlich auch noch Bowser zurück nach Hause. Und dann wird alles eskalieren. Apropos eskalieren, was
zum Teufel? So viele Verteidiger? Aber hey, eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Rabbit Mario ist halt kein Thema, leider. Obwohl, wenn wir ihn direkt reinschmeißen, schon. Rabbit Luigi ginge halt auch. Aber nein, ich nehme Yoshi und Rabbit Mario mit. Oder Yoshi doch, ne? Ja. Dann gucken wir mal bei den Fertigkeiten. Rabbit Mario war jetzt länger nicht mehr dabei. Und ja, mehr KP. Ah, hier. Cooldown von Magnetans verkürzen. Klar. Ja. Bei Yoshi ist da was verfügbar? Eher nicht. Nein. Probieren wir es.